Aus ein paar leckeren Sachen möchte ich jetzt Homer mit Bart zusammen eine Quarktorte mit Mandarinenstücken und Butterstreuseln machen und bereitet erst einmal in aller Ruhe den Mürbeteig aus Mehl, Zucker, Butter, einem Ei und einem halben Teelöffel Backpulver zu. Wie kann es denn auch anders sein? Der Mürbeteig kommt in einer Springform rein, auf den Boden und an den Rand, genauso wie es im Backrezept halt stand. Homer es auch nicht bestreitet, danach wird gleich die Quarkmasse aus Quark, Zucker, Puddingpulver mit Sahnegeschmack, Sonnenblumenöl, Eier und Milch zubereitet. Wenn sich Homer fragt, wie die Torte halt so geht, schaut er im Backrezept halt nach und bereitet die Quarktorte zu, wie es im Backrezept halt steht. Marge und Lisa geben genau darauf Acht, wie Homer so die Torte macht. Die Quarkmasse wird dann in der Springform auf dem Mürbeteig gefüllt, während Homer schön ans Backen denkt und seinen Durst mit das Bier stillt. Homer tut Quarktorte mit Mandarinenstücken und Butterstreuseln ja sehr lieben und muss erst einmal, wenn die Quarkmasse in der Springform auf dem Mürbeteig gefüllt ist, die Torte in den Ofen schieben. Bei 180 Grad findet dann 60 Minuten lang das Backen statt. Während dieser Zeit bereitet man in aller Ruhe die Butterstreusel für die Torte zu. Homer war ganz aufgeregt, denn nach 40 Minuten Backzeit wird die Quarktorte dann noch vorsichtig mit Mandarinenstücken und den Butterstreuseln halt belegt. Wenn man da mal nicht vergisst, wenn dann die Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln noch einmal 20 Minuten bei 180 Grad im Ofen ist, sieht die Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln goldbraun aus und muss aus dem Ofen raus. Homer musste sich die Zeit vertreiben und wollte, bis die Torte kalt war, bei der Torte bleiben und schneidet dann auch gleich die Torte an, was man ja verstehen kann. Homer bekommt einen Riesenappetit, wenn er die leckere Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln da so sieht. Und gibt zum Glück auch Marge, Lisa und Bart von der Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln allen da ein großes Stück. Wie man schon vermuten tut, schmeckt die Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln auch sehr gut. Alles sind sie vom Geschmack der Torte fasziniert, wenn Homer seine Backrezepte da so ausprobiert. Homer stellt nun fest, dass sich ganz schnell und einfach eine Quarktorte mit Mandarinenstücken und mit Butterstreuseln zubereiten lässt und bedauert es halt sehr, wenn Marge, Lisa und Bart noch ein Stück von seiner Torte essen, hat er keine Torte mehr. Marge, Lisa und Bart sind ganz gespannt, was für eine Torte Homer als nächstes wieder plant und lassen sich die Torte schmecken, wobei sie den Geschmack der Quarktorte mit den Mandarinenstücken und den Butterstreuseln entdecken. Homer wird nun bange, denn die Torte hält nicht lange, sollte man da nicht vergessen, wenn alle jetzt die Torte essen. Und man sollte auch bedenken, wenn dann die Torte aufgegessen ist, will Homer Marge, Lisa und Bart wieder eine neue Torte schenken.